Guten Tag, Focus 5 Live. Wir befinden uns hier in Salt Lake City. Gebärdet wird es so hier, also in Amerika. Es schneit, es ist kalt. Und wir befinden uns hier auf dem Gelände, wo 2002 die Olympiade der Hörenden stattgefunden hat. Und jetzt natürlich die Deaflympics. Nicht nur hier, sondern an anderen Orten ebenfalls. In den verschiedenen Hotels sind nun die verschiedenen Sportler und Gehörlosen eingetroffen. Insgesamt 584 Personen von der ganzen Welt. Insgesamt 42 Länder sind hier anwesend. Ich freue mich, hier neben David Zimmermann zu stehen. Er ist der Assistenztrainer des amerikanischen Eishockey-Teams. Wie wird es Ihrem Team bei den Spielen gehen? Wir haben nun 2 Wochen trainiert und denken, eine gute Chance auf eine Medaille zu haben. Wir sind ein gutes Team. So wie auch Kanada ein gutes Team hat. Doch ich glaube an eine Chance für uns. Und morgen haben wir die Hände voll zu tun gegen Russland. Die haben den Puck auch voll im Griff. Aber wir sind für den Match bereit. Hier hat soeben der Kongress des ICSD, dem Internationalen Sportkomitee, stattgefunden. Aus 48 Ländern sind Delegierte hier und haben gemeinsam abgestimmt. Ein Thema davon war die Aufnahme von neuen Ländern. Eines davon ist Gambia aus Afrika und das zweite ist Bolivien. Die sind neu Mitglied, diese beiden Länder. Ein weiteres Thema war die Kandidatur für die nächsten Sommerweltspiele. Athen hat sich da gemeldet, stellt sich zur Verfügung, die Sommerweltspiele zu betreuen. Sonst gab es keine weiteren Kandidaten und darüber wird morgen abgestimmt. Ein weiterer Punkt war Rafael Pinkas. Es gab da verschiedenste Konflikte in der Vergangenheit und das Komitee hat nun entschieden, Rafael Pinkas auszuschließen vom ICSD. Ich komme aus Finnland.
und spiele im Team Curling mit. In Finnland ist das Team neu seit 3 Jahren und ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Niveau wir spielen. Das wird sich jetzt an den Spielen dann zeigen. Und ich hoffe natürlich, dass es gut geht. Ich bin auch im Curling-Team, ja. Es sind 5 Teams und ich weiß natürlich nicht, wer der Erste sein wird. Das wird sich zeigen. Ja, wir sind froh, wir haben wirklich Freude, hier zu sein. Es macht viel Spaß. Im Langlaufteam sind wir zu viert. Aus der Türkei kommen wir. Und wir sind das Langlaufteam, genau. Ja, wir werden sehen, wie die Runden gehen. Danke. Ich komme aus Schweden und bin im Eishockey-Team. Ich weiß nicht, ich denke, Kanada wird ein schwieriger Gegner sein, so wie auch Amerika. Ich komme aus Kanada und bin Snowboarderin. Ich kam vor 4 Tagen hier an und habe dann schon viele Gehörlose hier getroffen und dachte eigentlich, ich müsste trainieren. Und gestern bin ich hierher gekommen und habe gesehen, oh, jetzt kommen noch viel mehr Leute. Und jetzt kommt langsam auch das Fieber auf, aber ich muss mich auf den Sport konzentrieren. Danke. Ich komme aus Russland und bin Langläufer. Nein, ist okay. Mir geht's gut. Danke.